Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem Röntchen Battlefield 4. Heute mal wieder im Duo, also natürlich auch mit Max am Start. Howdy ho! Ja, nachdem wir jetzt die letzten Tage ziemlich hart Battlefield 1 in der Beta gesuchtet haben, konnte ich einfach heute nicht ohne Battlefield auskommen und deswegen bin ich auch mal wieder dabei. Vernünftig, ist auf jeden Fall vernünftig. Mir fehlt jetzt natürlich ungefähr so ein halbes Jahr Übung. Ach, das fehlt mir auch, keine Sorge. Erste Hilfe ist unter dir. Kim! Wo chillst du? Ich bin direkt bei deiner Leiche, aber ich komme gerade zu spät. Ach, schon Bewegung! Ist okay, ist jemand drin, ist noch jemand drin bei mir. Ich guck schon. Gehst du ein bisschen mit hinter, über die. Oh, der ist down. Da ist noch einer in derselbe Richtung. Hab ihn? Ich hab nicht die beste Nahkampfwaffe hier. Du bist echt. Ich hab mir so eine DMR geholt, die RFB, und naja. Die Entfernung ist hier ganz schön, aber... Oh, doch, da geht was. Jetzt, wo du das sagst. Sehr schön. Das ist ja vielleicht eine Waffe für dich. Hier ist das Zielen halt mal viel leichter als bei Battlefield 1 jetzt mit den langsamen Medic-Waffen, ne? Ja, klar. Jetzt hier kannst du als Medic einfach richtig schön spielen mit den Sturmgewehren. Da wird war richtig gepawnt. Leider gibt's keine Granaten nach. Oh, guck mal, unseren Typen hat's erwischt. Da kommen sie nach. Und down. Okay. Kann ich da dich holen kommen? Ja, kannst du. Kannst du ganz entspannt, glaube ich. Aber man heilt auch nicht mehr voll, Mann. Fuck. Von hinter uns kommen sie, glaube ich, auch schon. Ja. Hier oben sitzt du noch. Am ersten Stock. Ja, die kommen halt auch aus der Richtung, ne? Und hab ich. Da kommt jetzt einer runter, pass auf. Obacht. Auf ihn. Sehr schön. Und hab dich. Yes, sauber. Ja, wir müssen hier rein. Da oben sind welche. Down. Ja, kannst du mich jetzt heilen? Jetzt kannst du mich heilen. Wir kommen hinter uns. Ja. Bei der Treppe. Wo sind sie denn jetzt, Mann? Da unter uns. Direkt vor dir. Da unter uns. Hinter uns. Direkt hinter uns. Da kommt noch einer hoch. Nee, er kommt nicht hoch. Er beschießt uns von der Seite. Down. Der hat nur noch 4 Leben. Oh, sauber. Er ist down. Hinter uns. Pass auf, da liegt noch eine Granate. Ich krieg den irgendwie nicht rein. Ich hab ihn. Oh, sauber. Ich hab vorhin meine ganze Zeit. Da kommen noch welche. Sehr schön. Das habe ich jetzt gebraucht. Ich habe ihn gerade wiedergeholt, hat aber noch keine Waffen. Unter uns! Der rennt weg, du könntest mich tatsächlich an. Der kommt die Treppe hoch. Hab ihn. Jetzt holst du noch mich. Ich hoffe, wir schon gestorben wären, wenn wir uns nicht heilen könnten. Sauber. Ich habe eigentlich nur noch meine Glock. Da habe ich ein paar Treffer kassiert. Komm einfach zu mir runter. Genau. Ja, ich bin direkt bei dir. Komm da oben. Ja, die rennen zu oben langsam wieder. Geh mal lieber ein bisschen näher an die Mauer ran. Mach den Laser halt aus. Silence. Guck mal, den da oben können wir doch wiederholen noch. Oh! Ja, die sind schon hinter uns. Aus der gleichen Ecke. Pass auf, bleib an der Mauer. Die sind genau über dir. Muss ich aber noch holen, ja, ich hab's gesehen. Der ist noch hinter uns. Wieder down. Na! Draufgegangen. 4-2, nicht schlechter Start. Agro an die auch. Mal auf, ich hole mir jetzt erstmal ein Sturmgewehr. Hast du da eine Empfehlung für mich? M16? M16. Das ist ein Dreischussding, aber die ist sehr gut. Ist ich wirklich für sehr die gut. Nicht mal Ausrüstung, die habe ich also noch nie wirklich gespielt. Aber die ist top. Ich muss mich halt nur an die Dreischuss-Variante gewöhnen, aber ansonsten ist die ganz cool. Okay, dann wirst du jetzt einfach, mal. Die ist schön präzise, bleibt konstant, weißt du. So, wie man sich das erträumt. Hier müsste noch irgendwo einer sein, Richtung A. Richtung A. Wenn ich dann auch auswendig wüsste, wo A ist. Ein bisschen. Ja, da wo der Schnellpanzer gerade herkam, aber das sieht dann eher danach aus, als hätten wir die Kiste. Ich werde beschossen, ich bin down. Da kann man wieder. Boah, 3 Schuss, fuck, ich hab's verpeilt. Hier kommt ein Panzerwagen, ich versuch dich zu holen. Mach es. Ja, sauber. Richtig schön. Letzte Sekunde. Ich werde wieder beschossen, ich bin wieder down. Ja, ja. Der ist hinter dir, hinter dem viereckigen Häuschen. Das ist unser Panzerwagen, da gehe ich mal in Deckung. Der guckt da auch noch. Hier kam einer raus. Ich glaube, das war der. Na gut.
Wie steht's mit Florida? Bräuchten ein Fahrzeug. Guck mal, da vorne ist ein Jetski. Die müssen wir uns auf jeden Fall klären. Sonst sind wir hier am Arsch der Welt. Kann ich da noch Schüsse? Was war ich? Ich wollte die Waffe mal ein bisschen auschecken. Na, dann hau mal raus. Okay, wo wollen wir jetzt exakt hin? Florida, ne? Guck mal, bei A wird auch hart gefightet. Wir können gucken, wie vielleicht jemand im Rücken fallen. Guck mal, geradezu. Und? Oh, der ist von uns. Sorry. Das wurde mir erst sehr spät angezeigt. Hey, geht hier noch was? Meinst du, hier geht noch was? Komm mal wieder zurück und sammel mich bitte ein. Ach so. Na klar, natürlich. Na? Ah, jetzt aber. Oh. Geht schon. Ich habe das Fernlicht angemacht. Guck mal, was da vorne steht. Was da auf uns wartet. Wir jumpen hoch und steigen da ein. Alles klar? Kommt raus hier. Bist du da? Jo. Und ich wurde rausgesnippt. Geh auf F1. Dann komme ich gleich wieder zu dir. Dann wechselst du am besten das Plätzchen. Mach mal jetzt. Nee, jetzt hier nicht. Sag Bescheid. Jetzt. Nee, wir werden getroffen. Ich kann gerade nicht. Okay, ich geh raus. Nee, jetzt kann ich nicht, weil du unter Beschuss warst. Geht noch. Ich seh's noch. Jetzt könnte ich. Okay, halt den gerade. Ich bin unter Beschuss. Genau. Ich kann noch zu dir, John. Ja? Ja. Okay, dann gehe ich jetzt weg. Mal komm rein. Bin da. Sehr schön. Nice. Guck, was da vorne ist. Was ist denn da vorne? Die Panzer und sonst. Wir drehen wieder ab. Warte. Wir können schön von der Seite. Musst du ein bisschen eingeschränkt haben. Guck mal, direkt voraus ist noch einer. Ah, der hat gut kassiert. Komm, flieg uns doch mal zurück. Mach mal. Geschmeidig, Digga. Ich war auch selbst erschrocken. Hast du welche? Ich hab, glaube ich, ein oder zwei. Ich weiß es nicht genau. Müsste, glaube ich, im Haus noch einer drin sein. Das Haus ist weg. Da stand sowas wie Squad ausgelöscht. Na, nice. Unterm Radar, da passiert uns nichts. Okay. Gucken wir mal hier wieder ein bisschen nach. Wir können in Richtung Emil gehen. Guck mal, da wird doch schön geschossen. Guck mal, hinten ist einer. Der kommt ran, da will ich gerade hinschießen. Siehst du den? Ja, den habe ich. Sauber. Sollte wahrscheinlich eher markieren, anstatt nur Raketen zu schießen. Das bringt's mir. Ach, kann ja auch nicht schaden. Ja. Mehr ist mehr, sage ich da. Sowieso. Okay, komm, bringen wir uns mal ein paar Pünktchen. Guck mal, die sind doch nicht von uns. Hol sie dir. Ich glaube, das waren sie schon. Nee, da ist noch einer, oder? Den kann man ja wieder so schön markieren, indem man einfach immer schön Kuh reinhämmert. Guck mal, der schießt irgendwie die Berge. Was macht der denn da? Was soll das denn? Warte, der ist noch gut. Was sollte das denn? Ja, super. So eine Scheiße. Was für eine Arschaktion. Ja, Mann, wirklich. Es war so schön in Heli. Jetzt wird geflamed. Ich nenne ihn einen... Deine Mutter. Tja, wir können zu ihm joinen und dann nach B gehen. Meinst du nicht auch? Steig mal aus. Wir können schön in die Seite einfahren. Hier haben wir noch dieses Seitentor. Ja, dann chill mal kurz. Ja, ich chill auf jeden Fall. So. Guck mal da vorne. Direkt voraus. Einen habe ich. Da ist noch Berge einer. Noch, ja. Hat mich. Hab ihn. Okay. Da eben gerade lag irgendwie noch ein Sniper drauf, ne? Genau, wo ich jetzt hier zulaufe. Pass mal auf. Ich würde den gerne messern, wenn es möglich ist. Hier ist aber keiner mehr. Hier müsste gleich der Heli wieder spawnen. Den könnten wir uns fast wieder schnappen. Ja, oder wir gehen mal hier rein und nehmen Punkt. Den können wir auch machen. Bin ich voll dabei. Kriegst du sogar noch ein bisschen Leben. Ich meine, Heli fliegen ist schon eine schöne Sache, aber ich finde, das hier bringt unser Team jetzt erstmal weiter. Guck mal gegenüber. Ich hab ihn markiert. Ich hab ihn auch noch einmal getroffen. Also die M16 ist nicht voll ins Mainz bis jetzt. Ich bin auch wieder von der weggegangen. Das werde ich auch. Oh, hier schießt. Hinter dir. Ja. Hab ihn. Aber hinter uns muss ja auch noch auf einer sein.
Unangenehm, unangenehm. Ich habe ihn zweimal getroffen oder so. Mit der Scar zeigt es ordentlich. Das heißt, der wird erstmal das Weite so. Nee, oh, da oben. Oh, fuck. Aber jetzt kann ich wenigstens mal die Waffe wechseln. Obwohl, du könntest mich sogar noch holen. Klar kann ich dich reviven. Volle Ladung. Stecken wir uns hier mal eine Runde hinter? Hast du denn Fazit zu Battlefield 1, die Beta? Im Großen und Ganzen einfach ziemlich geil. Ich hätte natürlich gern noch eine Map mehr gehabt oder eine andere. Meinst du, also, war die auch zu offen? Ja, den Punkt C und D fand ich ganz cool. Ich fand es auch mit dem Zug eine schöne Sache, aber auf Dauer waren die Punkte außen zu offen. Das ist aber einfach auch die Abwechslung. Also. Naja, fand ich auch. Das war leider keine Map, die man zu wir haben es auch hart gesuchtet. Ich weiß nicht, welchen Level wir sogar noch erreicht haben, aber die meisten anderen auf dem Server hatten nicht so einen hohen. Ende 50 oder sowas waren wir am Ende. Ja, ja, und wir waren immer die höchsten sozusagen. Wenn du mehrere Abende hintereinander am Stück ein paar Stunden eine Map nur spielst, ist es natürlich auch ein bisschen monoton. Wäre es wahrscheinlich so, auch unter Battlefield 4 Map. Ich fand's ziemlich leid. Gib uns mal noch einen Punkt raus. Das ist mal Florida, oder? Florida, okay. Naja, der ist jetzt am nächsten. Ja, also ich würde da sogar mit dem Schlechten oder dem, was ich noch gerne verändert hatte, anfangen. Weil das kürzer ist als das, was ich geil fand. Ja, ist eine gute Einstellung. Dann hauen wir raus jetzt. Lass mal was hören. Also, was ich gerne noch anders hätte, sind die MGs auf den Fliegern hinten raus, ja? Auf beiden Fliegern. Die müssen mehr zecken. Das fand ich richtig kacke. Ich finde die Position, wenn du da sitzt, fühlst du dich die halbe Zeit nutzlos, weil du nichts machen kannst, außer Flugzeuge abwehren. Und dann, wenn Flugzeuge da sind, wehrst du die nicht mal richtig hart ab. Ja, beschossen. Geht aber noch. Lass uns weiter. Ja, ich habe auch ein paar kassiert. Aber da schien niemand nicht ganz zu treffen. Ja, dann bei dem Panzerwagen, das Hauptgeschütz, das suggeriert einem richtig hart zu sein, ist es aber nicht. Ne? Das Hauptgeschütz vom Bomber, meinst du? Nee, vom Panzerwagen. Vom Panzerwagen. Panzerwagen. Weißt du, nicht vom leichten Panzer, sondern vom Panzerwagen, wo du schon noch drinnen sitzt, aber halt so... Ja, ja, ich weiß. Genau. Der ist super schnell ansonsten, aber Das finde ich... Das ist super präzise, wie du schon meintest, aber das hat einfach... Das gibt den Eindruck, es würde fetzen und es fetzt nicht. Ich weiß, das finde ich auch ein bisschen traurig. Obwohl ich es halt insgesamt nicht schwach finde. Weil durch diese extrem hohe Präzision, wenn das Ding steht, machst du die gut weg. Dann leistet mir der Sniper noch zu wenig fürs Team insgesamt. Ja, lass uns mal zu Deodora rennen, ja genau. Der ist zwar cool so als Truppe, der macht auch gut Leute platt, aber der bringt eigentlich nichts direkt fürs Team. Keine Kugeln, keine Leben, nur Reviven, das Wichtigste. Ja, er kann halt spotten mit dieser komischen Flare Gun, aber das ist zu wenig. Das ist zu wenig, also ich hoffe da noch auf Gadgets, die den auch wirklich gut ins Team integrieren und dem dann noch ein bisschen Power verleihen. Oh man. Ich finde, also viele haben kritisiert, dass... Oh, jetzt hast du hier sie gegeiert, du Sack. Ja, das ist ja doch vorhin schon. Viele haben kritisiert, dass die Medics zu stark wären. Ich selber hatte nicht so ein Problem mit dem, auch wenn ich selber wenig Medic gespielt habe. Medic meine ich. Sorry, Scout. Scout fanden viele zu schwer. Ja, die... Wie, was meinst du, zu schwer? Also, viele fanden, dass der Scout zu einfach zu spielen sei und deswegen zu krass sei und so weiter. Das ja, das würde ich sogar auch sagen. Der war sehr leicht. Ich fand den aber umgekehrt als Gegner nicht irgendwie zu krass. Also stört mich das nicht, wenn es so ist irgendwie. Also hat mich nicht genervt persönlich. Ja, ich fand es jetzt auch nicht so, dass es nerven würde, aber der war zu stark. Ich meine, das braucht auch leicht, vielleicht, weil er dafür andererseits nichts fürs Team, also für Squad speziell genau machen kann. Ja. Wir haben Dora. Ja, positiv würde ich sagen, dass das... Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ja, ich habe ja erstmal hart kassiert, ich muss kurz einen reviven. Was die Immersion betrifft und einfach das Feeling, richtig, richtig Hammer ist. Oh ja, vor allen Dingen, wenn der Sturm losgeht und sowas alles, das ist schon fett. Ne, auch so, was es einem als Shooter-Feeling gibt, ich finde, das hat das Beste von alten Call of Duty-Teilen und Battlefield drin. Das fetzt einfach richtig. Ich meine, umgekehrt, auch wenn ich kritisiert habe, dass es nur eine Map gab, wir haben nicht umsonst so ewig lange eine Map gespielt. Oh ja. Wollen wir weiter? Jo, aber bitte mit dem Fahrzeug, bitte mit dem Fahrzeug. Ich kann es nicht voll ertragen, hier lang zu laufen. Nein. Also Caesar ist es nicht so weit, das schaffen wir so. Ich hab hier die Roche immer noch. Ich fand im Großen und Ganzen gut, dass die Klassen wirklich wieder ein Profil hatten und nicht mehr so wischiwaschi sind. Auch die unterschiedlichen Waffen selbst innerhalb einer Klasse waren ja, so genau, unterschiedlich. Ja genau, das spielt sich alles richtig unterschiedlich. Oh, daneben geht's immer. Keine Sorge, ich hab noch gemacht. Aber hier ist noch 18 von uns. Da ist dein Medikit. Ja, da ist die Roche. Willst du die Roche? Ich hab's ja hier. Da sind zwei Leute draußen. Ich hab ein falsches Fahrzeug. Wenn sie
Und ja, die meisten Sachen haben einfach auch richtig Laune gemacht. Flugzeugfliegen hat richtig Laune gemacht. Oh. Ja, das Flugzeugfliegen. Alleine, dass man wieder zu dritt in einem Flieger sitzt, ja? Ja, nicht nur, dass es auch wieder diese Verbindung gibt. Der Flugzeug, der ganze Fliegerkampf, alles, was in der Luft stattfindet, ist richtig mit dem Boden verknüpft. Und nicht mehr so losgelöst, wie die Flieger zum Beispiel in Battlefield 4 eigentlich mit dem, was auf dem Boden passiert, nicht mehr viel zu tun haben. Du konntest ja in den Bomber richtig hart beheizen. Und sogar einen Punkt einnehmen auf der Map. Ja, und ich denke mal, je nach Map, ne, kann man da noch echt viel mitmachen. Ja, ich finde es ganz gut, dass es auch nur ein Punkt war von dem Ganzen. Das hat schon gepasst, aber es war ganz witzig. Ja, die Fahrzeuge waren eigentlich auch ganz cool. Fand ich in Ordnung. Ich hätte gern noch etwas Härteres, um sie zu countern. Ja. Also da dem Assault noch ein bisschen mehr Power verleihen, fände ich nicht schlecht, weil sonst hast du teilweise echt das Problem, wenn mal irgendwo ein Panzer steht, dann kommt ihr da nicht weiter. Dann ist da nichts zu machen. Oder sowas wie, dass du die Geschütze wieder reparieren kannst. Ja, das wissen wir ja noch nicht, ob man das machen kann. Das wissen wir ja nicht. Wir haben eigentlich versucht. Komm mal bitte jetzt mit. Ich bin gleich bei dir. Es sind noch 200 Meter, die wir auseinander sind. Ja, aber ich habe ein Fahrzeug. Es geht flink. Ich habe hier sogar einen Jetski, aber ich warte jetzt mal auf dich. Ja, komm, steig mal hier ein. Oh. Mal ein bisschen was Kräftigeres. Guck mal ein bisschen. Hier hätte ich vielleicht eine von den Punkten noch mit einnehmen können. Also ich finde halt die Rocket Gun, was der später haben kann, dieser Anti-Tank-Typ, die sollte er eigentlich von Anfang an haben. Die sollte er von Anfang an haben, dann hat er bessere Chancen, auch wenn er dann immer noch ein Tick schwach ist. Also vielleicht wenigstens sowas wie, dass du die Kanonen, die da feststehen, reparieren kannst links und so immer die Möglichkeit hast, auch richtig reinzuheizen. Oben auch noch. Ich sehe es, ich komme nicht so hoch. Ich kann nicht so hoch schießen zum Teil. Hier sind noch welche, guck mal. Ich lese den. Ah, die laufen uns hinter uns und leben uns und das ist schon ganz nice. Da kann man ein bisschen was abfangen. Wie viel zählt der Skill? Über uns sind sie wieder. Hab ihn. Ja, was so die Map-Größe betrifft, kann ich von der einen Map nicht über viel sagen. Ne? Sawyer meint, dass es nochmal die größten und kleinsten Maps jemals von Battlefield geben. Oh, ja, so habe ich es gelesen. Dass der immer richtig ist, das wird sie auch nochmal. Ich meine, auf Battlefield 4 gibt es einige Maps, die wirklich deutlich größer sind, als das, was jetzt hier in Sinai los war. Und bei Battlefield 3 gab es Close Quarters, das waren super kleine Maps. Ja, gut, aber gut, da konnte ich jetzt auch natürlich abschließend von der Beta, von der einen Map insgesamt nicht viel sagen. Ja gut, das könnte ich auch nicht. Aber ich meine, gut, da wäre auch nur im Endeffekt eine gesehen. Ich meine, das Szenario finde ich gelungen. Es fühlt sich zwar ein bisschen mehr nach Zweiter Weltkrieg an als nach Erster, aber es ist mir eigentlich Ralle. Es spielt sich schön. Dann ist mir das ehrlich gesagt super Wayne ansonsten, was dann noch dazu kommt. Ja, holen wir mal weiter? Ja, gut, gut. Ich dachte, du willst hier noch ein paar einschenken. Ja, da ist nur noch ein großer Panzer, aber hier sind auch noch welche von uns. Wenn wir hier alle hinstellen, bringst du auch nicht. Du kannst du Florida fahren. Oh. Bats. Jetzt bin ich hier rausgeflogen. Ich auch. Ja, du hast die Luke offen gelassen, Dennis. Jetzt schiebst du dich wieder auf die anderen, ja? Deine Fahrfehler. Nee, ich sitze ganz vorne drin, da kann man nicht rausliegen. Die Luke ist hinten. Oh, guck mal da in der Entfernung. Zwei Leute. Ich seh's. Ich fahr mal erstmal auf den Punkt drauf. Guck mal, der ist immer noch links von uns irgendwo. Was ist denn irgendwo in den Bergen? Ich hab ihn ganz sicher gesehen. Ja, diese Specials wie den Zug fand ich auch cool. Auch wie man ihn countern konnte, der war nicht zu stark, der war ziemlich mächtig, aber nicht zu stark. Ja, und der gibt auch nochmal einem unterlegenen Team die Chance, da was zu drehen. Das fand ich insgesamt für den Spielverlauf eine ganz coole Sache. Wir hatten auch viele Spiele, die sehr, sehr unentschieden ausgegangen sind, also sehr nah noch beim Unentschieden. Das hast du bei Battlefield nicht so häufig gehabt. Guck mal direkt über uns, aber ich komme da vom Winkel nicht rein. Genau. Ich fahre einfach mal zu A und dann gucken wir weiter. Das sind 100 pro auch noch welche. Wupp, da sind wir hinter uns auf dem Eis. Nee, der kommt am Fallschirm runter. Siehst du? Hab ihn. Wir standen mitten auf dem Eis. Oder hinten? Ich glaube, wir haben hinter uns noch einen Panzer. Der ist von uns. Ich habe hier gerade mal einen Flieger beschossen. Der war ein bisschen zu tief, als er sein sollte. Das auch machen. Ich versuche mal den Typen hier noch zu revive. Ich komme zu spät, vergiss es. Ja, aber alles in allem auf jeden Fall ein richtig geiler Titel. Ja, selten ein Spiel so schnell, so früh gefeiert, obwohl ich es schon gespielt habe. Ja, da geht meistens immer noch ein bisschen Ernüchterung mit einher. Und
es gibt halt Kritikpunkte, aber trotzdem insgesamt. Was man natürlich an der Stelle als kleinen Geheimtipp verraten könnte, über Origin Access kommt man schon 8 Tage früher, zumindest laut GameStar, ins Spiel oder zum Spielen. Man hat Early Access für Battlefield 1. Das ist aber irgendwie so ein Art Abo, was man dann irgendwie sofort wieder auch deabonnieren müsste, irgendwie, damit es was bringt. Ja, also es müsstet ihr euch nochmal genauer durchlesen, aber wer schon 8 Tage früher ran will, sollte dem auf jeden Fall nachgehen. Also sonst kommt man, glaube ich, mit den Premium-Versionen nur 3 Tage früher als die anderen. Als der arme, gemeine Pöbel, der auch noch seine 60 Tacken berappen darf. Was da vorne fährt? Guck mal, eine. Oh, wir kriegen Probleme. Raus. Ja. Knappe Nummer. Der lebt sogar noch dahin. Das ist das Ärgerlichste. Ich hab den so schön runtergeschossen. Komm. Erstmal hier rum in Deckung. Ich werd schon besnipt. Links von uns, glaube ich, oder? Nee, auch nicht. Alter. Das war die Gun, mit der ich den Panzer noch weiter beschießen wollte. Und ich bin down. Alter, da sind überall Sniper in den Bergen. Ich glaube, es wird Zeit, eine SKS zu ziehen. Meinst du nicht auch, Linus? Erstmal kannst du noch weitermachen. Okay, danke. Gehen wir sogar mal vor. Muss irgendwann. Guck mal, hier geht gerade zu. Ja, den habe ich jetzt nicht gesehen. Hinter uns. Wo, oh, genau da. Hab ihn? Ich habe immer noch das M16, das hätte ich wechseln sollen. Da ja, bin ich noch nicht gestorben. Ziemlich gut. Ich habe irgendwie ein paar Runden mit der gespielt und das ist eigentlich ganz nice. Aber jetzt gerade konnte ich irgendwie auch nichts mit der. Und da ist noch ein Tank, da können wir nicht viel machen. Wir können zu Dora. Tatsächlich. Zu Dora, ja. Und wir machen das andere Team auch recht gut fertig mittlerweile. Und zwar gekonnt. Wir spielen die richtig schön mal in den Außenpunkten aus. Ja, was bleibt noch zu Battlefield 1 zu sagen? Wir hatten überlegt, ob wir da irgendwie zu streamen. Da haben wir aber noch nicht uns was Konkretes ausgedacht. Ob wir am ersten Tag erstmal ein bisschen was aufnehmen, selber ein bisschen anzocken oder einen Stream draus machen. Das wird sich wahrscheinlich auch erst sehr spontan entscheiden. Das hängt ja auch mal ein bisschen davon ab, wie man gerade Bock hat. Da ist die Orange. Ey, Mann! Dafür habe ich einen schön abgezogen. Achso, aber das wollte ich hören. Ich habe noch einen direkt drauf gesehen. Kannst die Orange eigentlich auch haben? Ich mag die ehrlich gesagt nicht. Oh, scheiße, jetzt habe ich... raus. Jetzt hast du die Granate verhauen. Ja, aber ich habe sie trotzdem weggeschmissen. Okay, das ist sie. Die ist einfach nicht mehr so stark und gerade auf die Nähe ist die dann richtig kacke. Und ich wurde abgezogen, ja. Wo liegst du? Da liegst du, würde ich. 3, 2, 1. Wieste. Ja, die Special-Klassen in Battlefield 1 waren auch ganz cool. Flammenwerfer, schwerer MG-Typ. Noch ein bisschen kräftig, aber hat Bock gemacht. Ach man, du kannst es ja mit der Rorschau knicken, Alter. Ja, sag ich ja. Was? Also ich fand es eigentlich gar nicht schlecht mit dem Flammenwerfer und sowas alles, muss ich echt sagen. Also die haben mir sogar echt Spaß gemacht. Ja, wenn man auf jeden Fall irgendwann gelernt hatte, die zu countern, die man am besten rumschleicht und sie messert. Ja, aber ich finde es auch gut, dass man die messern kann. Sonst wären die teilweise zu hart. Nee, das muss ich gehen. Viel. Insgesamt der Nahkampf war eine coole Komponente. Ja, das fetzt richtig. Die Axt, die dir in die Schulter rammst und sowas alles, ist schon ziemlich witzig. Okay, ich bin wieder bei Dora, ne? Den habe ich auch schon wieder fast verloren. Gut. Ich auch. Ich glaube, hinter uns in den Bergen war auch. Okay. Ich habe einen markiert, Achtung. Ich hab nicht mehr viel Leben. Ich habe da noch einen genascht. Sauber, ja, genau, auf den habe ich auch geschossen. Der muss grottenschlecht geschossen haben. Oder überfordert gewesen sein, weil ich habe auch eigentlich nicht. Ich habe Hilfe zählt als Kill, das. Ich habe über 70 Schaden gemacht. Ja, das kann sein. Jetzt habe ich aber schön einen weggezogen. Da hinten ist noch der Tank, ne? Von denen. Ja, gegen den kann ich jetzt leider echt gar nichts machen. Aber irgendeiner beschießt ihn schon. Elitiv, ich steig mal ein. Ja, auch einsteigen. Das ist eine Einleitung. Ja, steig wieder aus. Und es ist down. Ja? Sogar 18,5, ja. Gut, ich habe jetzt die Hälfte der Zeit nur gelabert und mitgelaufen. Jetzt kam er beiläufig. Naja, auch ein bisschen was ist schon passiert. Wir haben auch im Bunker am Anfang recht gut gefightet. Das war schon gar nicht so schlecht, wie ich finde. Für die Platzierung könnte insgesamt noch ein Tick weiter oben sein, aber. Ja. Hey. Wir sind jetzt erstmal ein Spiel. Hat auf jeden Fall Bock gemacht und dann. Hier ein Päuschen, ne? Sie, ja.